But I wouldn't have it any other way. If we're knocked out, I'll go the distance, pound for pound. We're a perfect match, pulling punches, or toe to toe. We're always on the ropes. Worse or better, we can't stop, we can't stop. Worse together, better. Herzlich willkommen, neue Woche. Wir haben heute aber schon Mittwoch. Was war diese Woche los? Montag Büro. Gestern haben wir eine Katros geholt. Wie kommt es eigentlich dazu? Eigentlich wollten wir ja Winterpause machen, ja? Hatte Hannes auch vor. Aber letzte Woche Donnerstag ruft bei mir Sat.1 Fernsehen an. Mensch, wir würden gerne einen Beitrag fürs Frühstücksfernsehen machen. Ja, können wir noch vorbeikommen? Können wir noch was drehen? Hast du noch was zu drehen? Nee. Haben wir eigentlich nicht mehr, wir sind fertig. Alles ist gewaschen, fast alles ist gewaschen. Alles ist weggestellt, nee, geht nicht mehr. Ja, kannst du nicht irgendwas noch irgendwie machen auf dem Acker? Habe ich erstmal gesagt, nee, aber ich überlege nochmal. Ja, dann habe ich halt ein bisschen hin und her überlegt, habe gedacht, naja, kriegst vielleicht noch eine Messerwalze besorgt. Kannst vielleicht noch ein bisschen Maisstoppeln machen, wäre das Einzige, was du machen könntest. Ein bisschen umher telefoniert. Ja, das Einzige, was ich jetzt organisiert habe, war eine Katros mit Messerwalze. Das probieren wir aus. Wir werden also im Prinzip wenig mit den Teller arbeiten, aber viel mit den Messern, um die Stoppeln zu zerkleinern, aber nicht in den Boden einzugreifen. Das probieren wir aus. Und beim Rumtelefonieren habe ich halt so erzählt und habe gesagt, Mensch, ich muss jetzt nochmal los. Und weil die hatten ja auch alle ihre Maschinen sauber und so. Ja, wofür brauchst du denn jetzt noch eine Maschine? Ich sage, ja, Mensch, du, keine Ahnung, Sat.1 möchte noch gerne was drehen und irgendwie was, keine Ahnung, sucht eine Messerwalze. Und da meinte der John Deere-Händler, jo, kannst auf jeden Fall den 7R von uns haben. Wir haben zwar keine Messerwalze, aber nimm mal einen 7R. Also widme diese Maschine kostenlos von dem Partner zur Verfügung gestellt. Also ich bekomme da kein Geld, aber ich muss die Maschine nicht bezahlen, dass ich sie hier zeige. So viel vorab, muss ich ja euch darauf hinweisen. Genau, das gucken wir uns jetzt an. Also ich baue jetzt erstmal das Ganze daran. Und dann gucken wir mal, wie das Ganze zu bedienen ist, weil so simpel ist es gar nicht aufgebaut. Also hier gibt es schon 4 Steuereinheiten. Dann haben wir hier noch ein bisschen was zu regeln, noch ein paar Hebel. Also tatsächlich ist eine Scheibenecke inzwischen komplexer als woanders oder als gedacht. Und deswegen gucken wir uns das mal hier an. Baue das jetzt alles um und dann sehen wir uns gleich in der Kabine oder auf dem Acker wieder. Und ich glaube, das ist erstmal zu sagen. Also ich sag mal, was ich grundsätzlich erstmal bedenken hatte, ich hatte auch bei Sat.1 erstmal nachgefragt, ja, wie soll denn der Artikel sein und so. Weil ich habe da schon teilweise ein bisschen Bedenken bei den Medien, dass sie tatsächlich auch Dinge anders zusammenschneiden, als sie tatsächlich gesagt wurden, auch Dinge ins falsche Licht drücken. Sieht man ja bei der Landwirtschaft sehr, sehr häufig, weil das meiste, wird ja, was ja in den Medien über Landwirtschaft gezeigt wird, spiegelt ja nicht die Realität wider. So, deswegen war ich da ein bisschen skeptisch, habe da ein bisschen nachgehakt. Ja, ich sag, wie wollt ihr das machen? Ja, meinte der Redakteur, schon so ein bisschen, wie es Nordmagazin gemacht hat. Ne? Das hat denen sehr, sehr gut gefallen und das war ein schöner Beitrag. Und der zeigt die Landwirtschaft auch in schönem Licht und warum du das machst und mit wie viel Leidenschaft und so. Habe ich gesagt, ja, okay, ne, dann können wir das gerne mal machen, da bin ich gerne dabei. Ja, so sieht das erstmal aus. Also haben wir das erstmal vorbereitet, die habe ich gestern geholt, den heute Morgen. Jetzt baue ich an, jetzt probiere ich das Ganze aus, damit das auch alles für morgen läuft. Genau. Und dann sehen wir uns, denke ich mal, gleich in der Kabine wieder und gucken das Ganze mal an. So, angekommen auf dem Acker. Jetzt machen wir als erstes mal den Transportschutz ab. Ich meine, das ist natürlich immer grundsätzlich so etwas, was man ja im Prinzip nicht so haben möchte, weil man eigentlich immer nur zusammenklappen möchte, am liebsten auch gar nicht aussteigen und dann direkt zum nächsten Feld. Ich meine, bei unseren Feldergrößen ist es natürlich auch so, dass das nicht schlimm ist, wenn man es 3-4 Mal am Tag machen muss. Aber ich sag mal, wenn man viele kleine Stücke hat und man macht 10-20 Mal am Tag, dann ist das natürlich auch ein Zeitfaktor. So, ich klippe euch mal hier hin. Notwendig ist, dass sowas da dran ist.
gerade gesehen, die Rundumleuchten sind ja verrückt. Ich weiß nur nicht, wie ich die finde. Oder? Vorne auch eine drauf. Ja. Weiß ich nicht, wie finden wir die Leute? Schreibt mal was in die Kommentare dazu. Ich weiß gar nicht, ob ich da mitgewöhnen dran möchte, dass sie so aussehen. Jetzt müssen wir irgendwie ausklappen und wir müssen das Fahrwerk aktivieren hinten. Jetzt sieht das Ganze so aus. Was ich mich... Also vorne ist die Deichsel, das ist logisch, die wir, glaube ich, verstellen können. Oder da. Tja, wofür ist es nun, ne? Das ist im Prinzip, glaube ich, einfach Learning by Doing. Weil wir hatten das gestern hier und dann geht nur die Deichsel und nicht das Fahrwerk. Eigentlich müsste das ja hier gehen. Ich denke mal, wir machen es mal so. Also wenn wir es so haben, dann geht beides. Versuchen wir das mal. Aber es ist komisch, ich habe es vorhin betätigt, als es in der Mittelstellung war und da ging hinten das Fahrwerk, ging es nicht. Oder ging es nicht. Deswegen gucken wir mal, was jetzt passiert. Aha, jetzt geht nur Fahrwerk. Ist auch komisch, oder? Dann war die Mitte doch richtig, aber ich habe es ja vorhin probiert. Komisch, oder? Findet ihr nicht? So, die Mitte hatten wir ja vorhin. Dann machen wir den mal auf für die Scheibenwalze. Dass wir da, glaube ich, die runtergehen können. Oder ist sie vielleicht schon eingestellt? Dann wir lassen erstmal. Schön die Füße da machen. Na, jetzt ist nur Deichsel. Dann war ganz vorne doch richtig. Ach nee. Aha. Aber ich muss sagen, so rechts sehe ich dann da nicht durch. Warum das erst so und dann so ist. Das verstehe ich dann nicht ganz. Naja, wir werden sehen. So, jetzt haben wir es auf jeden Fall hingekriegt. Also, man muss diesen hier ziehen und dann entsperrt er erst das rauslassen. Also, es besteuert nicht nur die Haken, sondern tatsächlich auch gibt er erst die Zylinder frei. Ja, dann klappt man den aus, fährt den ganzen hier gegen einmal gegen ein bisschen Druck und kann den dann auf Schwimmstellung machen, sodass der arbeiten kann mit den Stickstoffspeichern. Genau, die können wir jetzt hier auch zumachen. Die Messer habe ich auch ein bisschen weiter runtergestellt jetzt. Genau, das wäre dazu sagen. Also die Messer habe ich jetzt ein bisschen weiter unten. Wie man auch hier sieht, die arbeiten in den Boden ein. Die Scheiben habe ich ziemlich weit oben gelassen. Und jetzt gucken wir uns mal im Prinzip das Ergebnis an. Wie man sieht natürlich hier durch die Dämme, hier in der Mitte wird gearbeitet. Aber im Prinzip ja, auch wenn die hier, sind die trotzdem aufgebrochen und aufgerissen. Ist natürlich jetzt auch schwierig, sind natürlich keine dicken Stoppeln, sind ja auch keine frischen Stoppeln. Aber im Prinzip, angedrückt sind sie alle auf jeden Fall, auch abgeschnitten hier. Wir hatten hier vorne, da vorne war eine Stelle mit mehr Pflanzen, da gucken wir uns das nochmal an. Gucken wir uns mal hier die ganzen Pflanzenteile an. Also ich bin jetzt als erst, jetzt bin ich schräg gefahren und vorher bin ich gerade gefahren. Hier war die aber tiefer. Hier habe ich die tiefer eingestellt. Also im Prinzip, glaube ich, gefällt mir gerade fast ein bisschen besser als schräg. Schräg müsste ich ein bisschen tiefer laufen lassen, weil gerade ebnen wir dann tatsächlich ein bisschen mehr ein. Aber kaputt sind sie auf jeden Fall fast alle. Also hier, die ist innen gedrückt, wie man sieht. Da kommt jetzt der Saft raus. Hier wollten wir gucken. Also hier tatsächlich nicht. Die Frage ist, könnten wir die natürlich noch ein bisschen aggressiver stellen, damit die noch döller in den Boden drückt. Das werden wir mal machen. Und dann werden wir vielleicht auch gerade fahren, weil wenn man sieht, das war gerade gefahren. Und tatsächlich sieht das Ergebnis ein bisschen besser aus, würde ich fast sagen. Hier ist auch eine Pflanze, aber die ist auch kaputt gemacht worden. Probieren wir aus. Wir testen uns da mal ein bisschen durch. Haben wir ein bisschen Zeit, dafür haben wir die Maschine bekommen. Ja, und die Sache ist, ja,
irgendwo muss man ja einen Kompromiss eingehen. Klar, kann das jetzt nicht so aufgefasert sein, als wenn man es mulcht. Man darf aber auch nicht vergessen, der Kraftstoffeinsatz, Leute. Also der ist natürlich ein ganz anderer, als wenn ich mit so einem Teil rüberfahre. Ne, also wie gut ist das wirklich am Ende? Und Verschleiß und Kosten, ne? Da ist natürlich eine Messerwalze schon günstiger. Also wenn man hier sieht, tatsächlich auch die Pflanzenteile schön klein geschnitten. Also tatsächlich auch hier alles schön klein geschnitten. Sieht gut aus, schade. Das Ding hätte ich gerne mal zu den Sonnenblumen da gehabt. Muss ich sagen, auch hier alles schön klein. Wir fahren jetzt aber wieder gerade. Und dann fahren wir noch ein bisschen. Genau. Schmeiß ich jetzt erstmal den Stream an. Wenn es irgendwas Wichtiges geht, melde ich mich. Ansonsten, glaube ich, sehen wir uns dann morgen wieder, wenn Sat.1 da ist. Und dann, glaube ich, werde ich noch mal eine Maschinenvorstellung davon und davon machen. Achso, übrigens, die Katros wird mir von Steinhage Landtechnik kostenlos zur Verfügung gestellt. Ich bekomme dafür kein Geld, die Maschine zu zeigen, aber ich muss auch kein Geld für die Maschine bezahlen. Gut, dann haben wir und legen wir los. Dem Hexer herzufliegen, der 6 km/h oder so fährt. So wie ihr seht, die Scheiben sind nicht weit drinne. Hauptsächlich geht es um die Messerwalzen vorne. Arbeitsbild, muss man sagen, sieht schon sehr geil aus. Also wir haben jetzt die Scheiben vielleicht 3 oder 4 cm drinne. Seht ihr, einige laufen gar nicht richtig mit, weil es so flach ist. Aber die Messerwalze läuft vorne gegen Druck. Ist ein bisschen flacher an der Fliege. Der Reifen übrigens drauf. Das Arbeitsbild sieht schon sehr, sehr gut aus. Schön eben. Stoppeln sind auch alle angequetscht, zerkleinert, zerschnitten, angedrückt. Also macht auch einen guten Job die Messerwalze. Wir fahren gerade 13 km/h.
Erfüllt ja den Zweck, den wir wollen, ne? Einfach nur die Stoppeln zerkleinern. Die Erde wollen wir ja gar nicht wirklich groß bewegen. Was ich euch noch zeigen wollte, mein Ackerkrass. Wie krass das jetzt gewachsen ist, ey. Unfassbar.